geht ab, meine Freunde, zu einem völlig neuen Format, beziehungsweise wer weiß, ob es ein Format wird auf diesem Kanal, aber auf meinem Kanal ein neues Format, und zwar Create Life 2 Skyblock. Und zwar habe ich im Stream mich schon mehrfach dazu geäußert, dass ich richtig Bock habe auf Skyblock, auf ein nice Skyblock Modpack, also nicht Vanilla, ich hatte auch Bock auf ein Skyblock Modpack. Und ich dachte mir immer, wie nice wäre es, wenn wir die Mod Create als Hauptmod hätten für so ein Skyblock Modpack. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch mega nice, wenn es ein Create Life 2 Skyblock gäbe. Und tatsächlich hat irgendjemand ein Modpack gemacht, Create Life 2 Skyblock, was eigentlich die Mods von Create Life 2 beinhaltet und zusätzlich noch ein paar Mods wie Ex Nihilo, um an Ressourcen wie Kupfer und so zu kommen. Und ich fand immer nämlich an Create Life 2, das Nice ist, dass das Modpack immer sehr leichtgewichtig ist, deswegen gefällt mir Create Life 2 auch so sehr. Und dieses Skyblock Modpack gefällt mir auch übelst sehr. Wir haben jetzt im Stream, Leute, ne, hier montags, donnerstags und freitags um 18 Uhr bin ich live auf twitch.tv/kunga. Kommt gerne vorbei. Wahrscheinlich diese Woche, wo das Video rauskommt, bin ich anders live. Und zwar montags, dienstags und freitags um 18 Uhr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Twitch zu folgen, Leute. twitch.tv/kunga. Checkt ab, lasst ein Follow da, Glocke aktivieren, Pace. So, weit hier im Kontext. Genau, wir haben im Stream schon einige Stunden damit verbracht und haben hier auch schon ja einiges aufgebaut. Das würde ich euch gerne zeigen. Und zwar so war das erste, was wir hatten, eine manuelle Baumfarm, die ist aber mittlerweile weg, weil wir wollten Dirt produzieren durch diese Barrels hier. Das Ganze haben wir dann langfristig ersetzt durch diese Kaktusfarm, und es gibt in diesem Modpack einen Ring of Growth. Wenn du den trägst, wachsen alle Pflanzen, also Bäume und Saplings, Pflanzen und Saplings in deiner Umgebung schneller. Und dann sind die Kakteen hier sehr schnell gewachsen. Wir haben sie genommen, hier in den Barrel gepackt und dann viel Erde produziert. Die Erde brauchten wir nämlich zu Beginn, um, ja, wenn du Dirt siefst, also durch diese Siebe hier packst, das ist hier von Ex Nihilo, wenn du hier Erde siebst, ich nehme jetzt mal hier einen Dirtblock, wenn du das hier durchsiebst, droppt er Seeds, Pebbles und du kannst daraus dann auch Cobblestone machen. So, und dann haben wir gehasselt, haben versucht, ganz viel Dirt zu produzieren, damit wir ganz viel Cleanstone machen können, nämlich aus ganz viel Cobblestone. Denn aus dem Cobblestone kannst du mit diesem Hammer Gravel machen. Und Gravel kannst du auch sieben und dann bekommst du Erze. So, und deswegen haben wir da ganz viel Dirt gebraucht, um an Gravel zu kommen und uns Erze zu machen. Dann kam einer im Chat auf die Idee und hat gesagt, mach dir doch mit Gravel Coarse Dirt, weil aus Coarse Dirt bekommst du mehr Dirt raus, als du investiert hast. Du musst immer nur wieder Gravel investieren. Und deswegen war langfristig der Plan, okay, wir müssen sowieso eine automatische Cobble-Farm bauen, damit wir schon mal Cobble haben und daraus Gravel machen können mit dem Hammer und das dann sieven. Und im Idealfall irgendwann auch das Cobble automatisch zu Gravel machen. Und dann konnten wir das mit zwei Dirts kombinieren zu Coarse Dirt, weil wir unendlich Gravel haben, konnten wir uns auch unendlich Dirt machen. So, dafür brauchten wir hier in dieser Fired Crucible Lava und hier in dem Oak Crucible Wasser, damit wir überhaupt erstmal einen Cobble-Generator machen können, weil diese beiden Flüssigkeiten gibt es gar nicht zu Beginn, die muss man sich selber erarbeiten. Und ja, dann waren wir irgendwann so weit, dass wir uns hier diesen Cobble-Generator bauen konnten, den wir erst manuell betrieben haben und mit einem Hammer dann immer abgebaut haben, sodass wir aus dem Cobble dann Gravel bekommen haben. Und irgendwann hatten wir genug Ressourcen zusammen, dass wir hier unsere erste Energieversorgung bauen konnten. Hier. Die ja ungefähr 1500 SU produziert und die unsere ersten Maschinen hier antreiben. Und zwar einmal diese Mechanical Drill. Die baut hier das Cobble automatisch ab. Das geht hier in den Hopper, in die Chest. Und das geht dann nochmal eine Stufe runter. Hier in den Hopper und dann hier in den Millstone. So, und der Millstone macht das Cobble zu Gravel. Und hier haben wir 1125 Gravel, wie ihr seht. Und mit diesem Gravel können wir uns unendlich Erze, wie beispielsweise Eisen, Kupfer, Zinn machen. Aber auch unendlich Dirt können wir uns daraus machen. So, wir können das Gravel aber auch nutzen und mit einem Hammer, beziehungsweise auch hier in der Drill zu Sand zu machen. Oder wir nutzen die Flints, die wir bekommen,
von dem Gravel, wenn wir das crushen, und machen das zu Compressed Flint. Und dieses Compressed Flint können wir dann auch hier reinpacken und wir bekommen dadurch Dust. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, an Redstone zu kommen, Diamond zu kommen und alles, was wir brauchen. So, dann war als nächster Step angedacht, okay, wir müssen jetzt Brass Ingots machen, also die von Create, diese Brass Ingots. Und dann haben wir uns hier einen Mixer gebaut. Ich habe den jetzt aktuell hier hingeplatziert, weil wenn ich den hier dran mache, dann overstresst mein System, weil wir nicht genug Energie haben. Das müssen wir auch noch anpassen. Aber wir haben hier auf jeden Fall auch einen Mixer, mit womit wir Brass machen können. Und der nächste Step ist jetzt eigentlich, ja, kurz noch off-topic hier. Wir haben eine Mob-Farm gebaut, die wir aber dann im Endeffekt nie genutzt haben. Die wird auch abgerissen, die ist useless. Genau, aber als nächster Step ist, diese ganze Sieverei, die wir hier machen, noch manuell, die zu automatisieren, sodass wir vollautomatisch alle Erze bekommen, die wir brauchen. Also Eisen, Kupfer, Zinn, Gold. Und dann noch im Idealfall automatisieren, dass aus Gravel Sand wird, aus Sieven automatisch. Und wo Sand zu Dust wird und das automatisch Sieven. Sodass wir wirklich eine Produktion haben, die uns alle Erze liefert, die wir brauchen, vollautomatisiert und unendlich. So, dafür brauchen wir aber Energie. Das können wir nämlich nicht hier mit unserem Billo-Ding machen. Und deswegen ist unser aktuelles Projekt, bevor wir dazu kommen, wollte ich schon das zeigen. Also wir haben hier auch noch Oak Grower, ein paar Stück, mein provisorisches Lager. Und genau, wir haben hier noch so ein paar Botany Pots, die produzieren automatisch, ja, Holz, Pilze, habt ihr gerade gesehen, und Nether Warts. Und das, was wir bekommen, kommt dann automatisiert unten hier rein. Auch Food habe ich dadurch, Apple. Und genau, das läuft halt so nebenher. Genau, und unser nächstes Projekt ist gerade, erinnert ihr euch vielleicht von Create Life 2 an die Energieversorgung von dem lieben Cast? Der hat ja mit Kelp eine automatische Energieproduktion. Und das würde ich gerne auch hier machen, eine Energieproduktion mit Kelp, das heißt mit Furnace Engines arbeiten, weil die sehr viel Energie liefern. Und ja, ich wollte das erstmal in so einem Rechteck machen mit Gantry Shafts und dies, das, aber ich mache es doch, wie der Cast das umgesetzt hat. Und zwar kreisförmig, in der Mitte ein Bearing. Ich mache ein Mechanical Bearing und kein Windmill Bearing. Und lass das Ding im Kreis fahren und lass den das ganze Kelp abbauen. Das ist dann doch der Plan, wie wir das machen werden. Aber das ist der aktuelle Stand. Das muss abgerissen werden. Das werden wir im nächsten Stream machen. Und ja, da sitzen wir gerade dran an einer fetten Energieversorgung. Also eine fette Energieversorgung entwickeln. Und wir wollen das Ganze mit Kelps umsetzen. Das ist das nächste große Projekt. Erst wenn diese fette Energieversorgung steht, können wir anfangen, nachhaltig diese ganze Sieverei und Produziererei zu automatisieren, weil wir dann auf jeden Fall genug Energie haben. Und ich möchte das Ganze auch auf jeden Fall so bauen, dass das modular ist und erweiterbar ist, dass wir das immer an unsere Energiebedürfnisse anpassen können. Genau. Und jetzt seid ihr gefragt, liebe Zuschauer, habt ihr Bock auf YouTube eine Create Life 2 Skyblock-Reihe geboten zu bekommen? Das heißt, es würde zusätzlich neben Create Life 2 auch noch Create Life 2 Skyblock kommen als Videos. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn ihr seid jetzt gefragt, habt ihr Bock auf, ja, so eine Reihe, so eine Serie hier noch zusätzlich auf YouTube? Weil ich werde das auf jeden Fall im Stream fortführen, weil ich da mies Bock drauf habe. Ich habe da gerade richtig Bock drauf, Skyblock zu zocken. Und auch ein Singleplayer-Projekt hatte ich auch nochmal richtig Bock drauf. Deswegen gebt mir gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Also wirklich jeder, der das Video gerade guckt, sofort in die Kommentarzeile und schreiben, ob ihr gerne das Projekt auf YouTube sehen möchtet. Und ja, würde mich freuen auf jeden Fall, wenn da ihr auch Bock drauf habt. Und genau, ich würde sagen, das war's dann. Wir sind noch recht am Anfang, wie ihr seht, deswegen wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir das als eine Reihe auf YouTube jetzt starten, weil so das Gröbste und das, was am längsten gedauert hat, ist geschafft. Wahrscheinlich wäre die Folge 2 unsere Energieproduktion hier und deswegen, Leute, ihr seid gefragt, ich freue mich auf eure Kommentare, kommentiert ganz fleißig und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Pace, 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 macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da und wie gesagt, einen Kommentar. Macht's gut, Leute, tschüss.